Ja, herzlich willkommen. Wie so üblich geworden ist in den letzten Jahren, auch bei den virtuellen Veranstaltungen haben wir im Nachgang eigentlich zu unserer großen Veranstaltung immer so ein kleines Making-of gemacht, also so eine kleine Session, wo wir so ein bisschen erklärt haben, welche Gedanken haben wir uns gemacht, in dem Fall jetzt eben zur LearnOS Convention, die im Juli stattgefunden hat. Wie haben wir die einzelnen Parameter der Veranstaltung gestaltet? Und natürlich auch so ein bisschen, was hat geklappt und was hat vielleicht auch nicht so gut geklappt. Wir haben schon so angefangen mit der Planung für die LearnOS Convention 2023. Das heißt, da versuchen wir natürlich auch viel Lessons Learned übergehen zu lassen. Ich kann euch auch schon mal kurz so als Teaser zeigen. Den Hans sehe ich. Mit dem bin ich gerade dran, einen Evaluationsbericht zu schreiben. Langes Wort. Wo ihr dann die Lessons Learned, also die ganze Auswertung auch aus den Feedback-Formularen und so weiter nochmal in Gänze euch antun könnt, wenn ihr wollt. Der ist aber leider, ich hatte vorgehabt, dass der tatsächlich bis heute schon fertig ist. Der Hans hat seinen Teil erfüllt, aber ich habe es nicht geschafft. Ich bin erst seit einer Woche aus dem Urlaub wieder da. Also den würden wir euch im Nachgang dann einfach nochmal zuschicken. Was vielleicht ganz interessant ist, deswegen waren wir da auch happy, wir haben die machen bei unseren Veranstaltungen immer diese Net Promoter Score Abfrage hinterher. Das funktioniert ja so, dass man den Leuten fragt, würdest du diese Veranstaltung deinem besten Freund oder Kollege, Kollegin empfehlen? Und dann kann man sich sozusagen äußern auf einer Skala von 0 bis 10 und da wird nicht ein Schnitt gerechnet, sondern es werden die, die 9 und 10 geantwortet haben, die werden in die Gruppe der sogenannten Promotoren gesteckt, die 7 oder 8 Antworten schmeißt man weg, weil das ist so ein bisschen wie 2 oder 3 Sterne bei Amazon. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und die von 0 bis 6 sind Detraktoren. Und die Prozentzahlen zieht man voneinander ab. Und dann geht quasi dieser NPS von minus 100 bis plus 100. Und alles, was so 50 und größer 50 ist, ist ziemlich cool. Und deswegen sind wir da sehr happy, dass wir mit der Veranstaltung da tatsächlich auf eine 87 gekommen sind. Ich glaube, es waren sogar noch ein paar nach. Es geht noch auf 79 hoch, nicht 87, 78. Also das hat so als Ansatz, was wir uns vorgenommen haben, ne? Ich habe es hier oben reingeschrieben, dieses Motto Perfectly Hybrid hat ganz gut funktioniert, wenn auch wir viele Sachen identifiziert haben, die wir nächstes Jahr dann hoffentlich noch besser machen können. Genau, und da würde ich euch jetzt halt ein bisschen erzählen. Wir sind eine nicht ganz große, aber auch nicht ganz kleine Gruppe. Falls ihr Zwischenreihenfragen habt, ich habe die Handhebe-Option hier in Teams im Blick. Das heißt dann, entweder ruft einfach rein oder hebt kurz die Hand und dann können wir die Fragen auch zwischenrein beantworten. Ich habe das hier aufgeteilt. Ich stecke euch mal in den Chat den Link. Das ist auch alles offen zugänglich, also kommt da ohne Login hin bei uns in der Community-Plattform. Ich habe so diese 3 Blöcke gemacht, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Würde ein bisschen den Fokus auf die Durchführung legen, weil da sind so die Haupthybrid-Themen auch drinnen. Ne? Das war ja jetzt, weiß nicht, viele von euch werden jetzt in den letzten 2 Jahren auch viel virtuelle Veranstaltungen gemacht haben. Ich glaube, da ist ja viel verstanden und viel Erfahrung gesammelt, wie das funktioniert. Ne, bei uns war jetzt so die Besonderheit, dieses Hybrid-Konzept, ein Event zu machen mit 100 Leuten vor Ort und gut 100 Leuten online und die sozusagen miteinander interagieren zu lassen. Nichtsdestotrotz wollte ich ganz kurz eben das, was so im Vorfeld gelaufen ist, eben euch mitgeben, dass ihr den Kontext so ein bisschen kennt. Ne? Also wir hatten ein Orga-Team, das war, Hans ist da und neben Hans waren es noch 12 weitere, 13 oder 14 Leute waren wir, waren ein recht großes Orga-Team, aber waren auch viele einzelne Themen. Und wir haben uns eigentlich relativ schlank organisiert. Wir hatten einen Chat in einer Chat-Plattform, in Rocket-Chat. Ne? Also das ist einfach so, wie ihr es vielleicht von Slack oder Teams kennt. Gibt es hier irgendwo LostCon 22, das war sozusagen unsere Heimat. Dort ist alles, was Orga anging, gelaufen. Wir haben sehr, sehr wenig E-Mails geschickt, aber sehr viel auch gechattet. Also sehr viel asynchron abgestimmt. Parallel dazu gab es ein Orga-Pad. Nächstes Jahr werden wir noch ein Kanban-Board haben. Ich habe euch hier einen Read-Only-Link reingepackt. Da kann man auch im Prinzip die ganze Historie, also man sieht jetzt hier Orga-Treffen von wann ging es los? 4. Februar ging es los. Die Veranstaltung war im Juli, Anfang Juli. Also so ungefähr 5 Monate Vorbereitungszeit mit einem wöchentlichen Treffen von einer Dreiviertelstunde ungefähr. Manchmal war es ein bisschen länger. Ja, und da ist auch, seht ihr hier unten, das Veranstaltungsdesign. Also das heißt, wir waren 1,5-tägig. Ne? Die Veranstaltung ging von Dienstag, 5.7. 13 Uhr
inklusive Abendveranstaltung dann und Tag 2 im klassischen Barcamp-Workshop-Assembly-Bereich bis 16 Uhr, also eineinhalbtägig. Komme ich auch nachher nochmal drauf bei dem Programm. Wir hatten als Thema, das ist fürs Making-of nicht so spannend, als Thema The Re-Return of Knowledge Management, also so diese dauernde Bedeutung des Themas Umgang, Wissen und Lernen in Organisationen. Von der Lokation war es bei der Veranstaltung bisher so, dass die immer getourt ist bei den LernOS-Supportern, also beziehungsweise physisch war sie ja nur einmal, 2019. Die letzten 2 Jahre waren wir dann virtuell, einmal in Remo, einmal in Venueless. Also wenn es da Fragen gibt, gibt es auch jeweils eine Making-of-Session dazu, kann ich auch drauf eingehen. Wir hatten jetzt überlegt, dann die Lokation hierher nach Nürnberg, also ich sitze hier in Nürnberg, zu legen und waren da auf der Kaiserburg. Die hatten einen eigenen Location, Event-Location-Bereich, wo wir quasi ein großes Plenum haben, was theoretisch bis 250 Leute geht. Wo wir jetzt gesagt haben, mit Corona gehen wir da nicht so hoch. Also hatten es auf 120 eigentlich gedeckelt und können da aber im nächsten Jahr, also wir haben es schon wieder gebucht für nächstes Jahr, theoretisch auch ein bisschen größer gehen mit dem Vorortanteil. Da hatte ich jetzt auch, habe ich einen Link reingestellt, da kann man sich ein bisschen Bilder anschauen. Das ist aber jetzt fürs Making-of vielleicht auch nicht so spannend. Vom Veranstaltungsdesign ist es ähnlich geblieben wie im letzten Jahr. Also das heißt, dieses eineinhalbtägige haben wir beibehalten. Wir haben nur die Vorstellungsrunde, die wir mit allen gemacht haben, auf den Tag 1 vorgezogen. Und das war auch schon ganz interessant, so dieser hybride Ansatz. Also wenn ihr Vorstellungsrunden von Barcamps kennt, ne, da geht er normalerweise, macht so das Mikrofonreihe um, ne, wo wir jetzt eben dadurch, dass wir von Anfang an so einen Fokus auf Hybrid hatten, auch bei sowas wie der Vorstellungsrunde gesagt haben, wir wollen, es hat sich immer ein Tisch vor Ort vorgestellt und dann genauso viele Leute online, dann wieder ein Tisch vor Ort, dann wieder genauso viele Leute online, sodass sozusagen überall immer dieses Gefühl da war, aha, wir sind hier vor Ort, aber es sind auch noch genauso viele Leute online. Ne, und genauso war es auch bei den, ich zeige euch nachher das Programm auch noch, bei den Impulsvorträgen zum Beispiel, 2 waren vor Ort, 2 waren online, bei den Lightning Talks, das waren so 5-minütige Kurzvorträge, da war auch ein bisschen mehr die Hälfte, als die Hälfte online und die anderen vor Ort, sodass immer dieses Gefühl entsteht, wir vergessen die anderen Leute nicht, die online sind. Das ist immer, finde ich, ein großes Risiko bei so Hybridgeschichten. Wir haben eine Vorab-Webkonferenz gemacht, das machen wir eigentlich auch. Ja, schon seit 2016, glaube ich, bei den Veranstaltungen immer, wo wir den Teilnehmenden so die ganzen Besonderheiten erklären, wie funktioniert das, wie funktionieren die hybriden Breakouts. Das halte ich für sehr wichtig, um so einen Punkt zu haben. Gerade jetzt rein virtuell war es auch schon wichtig, aber jetzt hybrid finde ich fast noch wichtiger, dass alle so wissen, was erwartet mich, welche Tools sollte ich auf meinem Rechner haben, weiß ich eigentlich, wie dieses Slack-Netzwerk funktioniert. Und da ist so eine Woche vorher eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Wen das interessiert, die haben wir auch aufgezeichnet. Also hier dahinter verbirgt sich so ein YouTube-Link. Dann kann man sich die Vorab-Webkonferenz anschauen. Plus, das haben wir jetzt dieses Jahr neu gemacht, waren so thematische Warm-Up-Sessions. Also wir haben die 4 Wochen, waren es glaube ich, 4 oder 5 Wochen vor der Veranstaltung zunächst auf Twitter Spaces, weil wir dachten, das ist eine gute Idee. Da kamen aber wenig Leute. Dann haben wir es verlegt auf LinkedIn Live. Da kamen viel mehr. Sozusagen wöchentlich eine Session gemacht, wo wir immer so gemischt haben. Fachliche Themen, also dieses Re-Return of Knowledge Management, was hat es eigentlich damit zu tun? Aber eben auch, was für Tools verwenden wir? Wie setzen wir Slack ein? Also wo wir so von vornherein versucht haben, den Leuten beizubringen, was müsst ihr können, damit ihr gut an der Veranstaltung teilnehmen könnt? Weil das ist so meine Erfahrung ein bisschen, es kommen viele Leute wie zu einer physischen Veranstaltung, die kommen früh an und fangen da an, sich zu beschäftigen mit der Veranstaltung. Und wenn du denen dann sagst, du brauchst aber Slack und das Tool und eigentlich hättest du dich da schon eintragen müssen, dann sind die erstmal, sagen die erstmal, ja, was ist denn das für ein Scheiß? Ich komme jetzt hier und will teilnehmen, ne, und habe mich vorher damit gar nicht beschäftigt. Deswegen haben wir da versucht, die Leute wirklich ab 4 Wochen vor der Veranstaltung sich mit der Infrastruktur zu beschäftigen. Gabriele, du hast die Hand oben. Ich habe verstanden, die Vorab-Webkonferenz, die war für die Digital-Teilnehmenden, damit die sich eben mit den Tools beschäftigen. Diese Warm-Up-Sessions, wenn du sagst, da gab es auch schon inhaltlich so ein paar Impulse, waren die auch nur für die Web-Teilnehmenden oder für alle? Nee, die waren sogar beides. Die Warm-Up-Sessions und Vorab-Webkonferenz waren für alle offen.
Theoretisch hätte da auch jemand teilnehmen können, der gar nicht angemeldet ist. War auch tatsächlich so, dass einige teilgenommen haben und sich dann danach angemeldet haben. Aber wir haben halt alle, die angemeldet waren, explizit dazu eingeladen. Ne? Und haben auch in den Mails und so darauf hingewiesen, dass wir es für sinnvoll halten, dass man daran teilnimmt. Ne? Auch in den letzten Jahren, als wir zum Beispiel das Remo verwendet haben, ne? Dann war da wirklich so eine Session, wo man in dem Tool mal ausprobiert hat, wie kann ich mich jetzt mit Leuten an den Tisch setzen, wie kann ich da sprechen, wie kann ich den Bildschirm teilen. Weil bei so Tools wie Zoom oder Teams oder so kann man davon ausgehen, das kann jetzt jeder bedienen nach 2 Jahren Pandemie. Aber wenn du so ein bisschen komplexeres Setup hast, dann ist das eben nicht mehr, kannst du es nicht mehr voraussetzen. Ne? Okay. Genau. Genau, dann haben wir so Vorbereitungsteil. Wir haben das Ticketing komplett über Pre-Tix gemacht. Weiß nicht, wer das kennt. Das ist so ein bisschen wie Eventbrite, aber bietet mehr Funktionen, sage ich mal. Und ist noch, kommt dazu aus Deutschland, also Support Your Local Dealer. Wobei das eigentlich gar nicht so der große Wurf war, aber was sehr gut war, haben wir letztes Jahr im Audio-Only-Barcamp das erste Mal gemacht, den gesamten Programmprozess über Pre-Talks zu machen. Pre-Talks ist eine Plattform, die sozusagen, ne, man sieht es hier am Claim, from Call for Papers to Schedule, also den ganzen Prozess einer Veranstaltung unterstützt und es ist gekoppelt auch mit Pre-Tix. Also man kann das so machen, dass die Leute, die sich angemeldet haben, dann direkt auch die Links bekommen für das Programm und so weiter. Ne? Und das kann man jetzt hier, kann ich hier mal zeigen. Ne? Wir haben das so gestaltet, dass die Pre-Talks-Seite, die auch unter einer eigenen Domain laufen kann, also man sieht dem jetzt nicht mehr an, dass es Pre-Talks ist, ne? Dass die im eigenen Design auf einer eigenen Domain voll responsiv, auch für Smartphone und so weiter, alles enthält, was man braucht. Ne? Also hier hat man jetzt den ersten Tag mit den Programmpunkten. Kann ja auf den zweiten Tag switchen, da sieht man jetzt die parallelen Tracks. Wir hatten hier die ganzen Einwahllinks auch drinnen. Ne? Das kann jeder, der eine Session oder einen Vortrag eingereicht hat, kann jederzeit seine Beschreibungen ändern, kann Material irgendwie hochladen. Man kann hier auf die einzelnen Personen klicken und kann gucken, was haben die denn noch für Beiträge im Programm. Man kann sich auch das vortragenden Verzeichnis angucken. Ne? Also ich kann mir angucken, wer ist eigentlich alles dabei. Ne? Und das fand ich charmant, wir haben dann die Leute auch in der Vorab-App-Konferenz darauf konditioniert. Hier unten rechts gibt es einen ganz kleinen Link, der heißt Hilfe. Und dort findet ihr nochmal alle Infos kompakt zur Teilnahme. Ne? Also all das, was wir so vorab versucht haben, ihnen beizubringen, wenn jetzt jemand nicht dabei war, war immer in den E-Mails gestanden, schaut hier auf die Hilfeseite, da steht alles nochmal drauf. Für alle Teilnehmerinnen, für alle, die vor Ort teilnehmen, was sind da die Besonderheiten, und für die Session-Owner, ne, worauf muss ich achten. Also was für eine Schnittstelle habe ich zum Beispiel in dem Raum, um mich dann mit den Kameras und den Freisprechmikros und so weiter zu verbinden. Und das hat eigentlich echt ganz gut geklappt, weil einem das dieses ganze... Jeder schießt einen mit E-Mails zu und kannst du noch meinen Vortragstitel ändern und ich würde gerne dieses Material bereitstellen und ich habe aber hier noch ein Conceptboard dazu. Das konnte man quasi alles abbügeln und konnten sagen, okay, du hast deinen Programmpunkt eingereicht, der ist jetzt im Programm. Du kannst den Titel ändern, kannst die Beschreibung ändern, kannst Material links dazu hinfügen, aber alles über das Pre-Talks-Interface. Und das lief komplett dann dezentral durch die jeweiligen, die das Programm gemacht haben. Das war sehr bequem. Und werden wir auch nächstes Jahr sofort führen. Genau, dann, was die Durchführung angeht, ein ganz zentrales Ding ist, dass wir gesagt haben, wir wollen als Bindeglied zwischen Online und Offline eine Chat-Plattform haben. Ne, in den 2 Jahren davor, ersten Jahr war man gesagt in Remo, letztes Jahr hat man als Plattform Work Adventure, also speziell halt für diesen ganzen sozialen Teil. Ne? Konferenz sagt man Hallway Track, also dass sich Leute über den Weg laufen, dass man miteinander sprechen kann. Ne? Das heißt, das sind so Plattformen, die ihr vielleicht kennt von Wonder, Gather, Spatial Chat. Ne? Da kann ich im Prinzip so durchlaufen und wenn ich zu jemand in die Nähe komme, kann ich mit dem quasi sprechen in so kleinen Gruppen, Dreier-, Vierer-, Fünfer-Gruppen. Da hat man im Orga-Team recht schnell gesagt, dass das für eine hybride Veranstaltung eigentlich nicht mehr richtig gut funktioniert, weil die Leute, die vor Ort sind, natürlich nicht in so einer Plattform rumlaufen. Also ich nehme nicht mein Notebook und gehe dann irgendwie in einen Breakout-Raum und dann
laufe ich mit meinem Avatar in einem Notebook auch in diesen Breakout-Raum rein. Ja, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen einen Text-Chat. Wir bilden in dem Slack-Netzwerk, in den, weiß nicht, wer Slack kennt, im Prinzip ist das wie, ich sage immer, es ist wie WhatsApp, nur dass es halt nicht einen Kanal zum Chatten gibt, sondern man kann viele Kanäle anlegen. Ja, man kann, guck mal hier, das ist nicht Slack, das ist ein anderes Tool, aber im Prinzip ähnlich. Ne? Ich kann hier viele Kanäle anlegen, die ich dann auch frei benennen kann. Den kann ich folgen und Benachrichtigungen einstellen. Wer Teams vielleicht verwendet, ne? Teams ist auch so, oder MetaMost. Das, was ihr hier seht, ist jetzt Rocket Chat. Die ticken aber alle ähnlich. Ne? Und wir haben gesagt, wir nehmen so ein Slack-Netzwerk und legen dort die Kanäle an, wie allgemein der Kanal, den es eh gibt für Announcements. Dann haben wir ein Infodesk gehabt, wo ich hingehen kann, wenn ich Probleme habe. Dann haben wir Chat zu den einzelnen Räumen gehabt. Also der Chat jetzt zu einer Session hat in Slack stattgefunden. Und wir haben, das hat auch gut funktioniert, den Teilnehmenden auch das Recht gehabt, eigene Kanäle anzulegen. Also jeder, der gesagt hat, wir haben jetzt hier ein Thema, das wollen wir weiter besprechen, konnte das in einem Slack-Kanal anlegen. Warum Slack? Warum nicht eins von den anderen Tools, die es da noch gibt? Der Hauptgrund ist hier in dem Punkt 2, nämlich die sogenannte Slack-Huddle-Funktion. Slack Huddle ist Audio-Chat. Das kann ich mal, schauen wir mal, dann zeige ich euch mal in der Hilfe von Slack kurz, wie das aussieht. Na, also wenn ich in Slack bin und ein Kanal ist Huddle-enabled, dann hat man hier ganz unten klein an dem Kanal so einen Schalter mit einem Kopfhörer drauf. Und sobald ich den einschalte, bin ich in sowas, was ihr vielleicht kennt von Clubhouse oder Twitter Spaces oder LinkedIn Audio jetzt neu. Also ich kann einfach mit den Leuten sprechen. Ich habe nicht nur Textchat, sondern ich habe Audiochat. Und das war die Idee, dass ich quasi innerhalb des Slack-Netzwerks dann dort Austauschgruppen haben kann, wo ich einfach miteinander sprechen kann. Und das aber ausgehend von dem Textchat und nicht von so einer 2D-Plattform wie jetzt WorkAdventure oder Remo. Und das hat technisch gut funktioniert. Ich habe mal durchgezählt, wir haben, glaube ich, so 27 so einzelne Huddles über die ganze Veranstaltung. Wir haben aber gelernt, dass man dem noch mehr Zeit einräumen muss, das zu erklären. Also ich versuche das mal festzumachen an dem Eindruck von der Abendveranstaltung auf der Burg oben. Wir hatten zwar ein Abendprogramm mit Musik und so und die Leute waren aber draußen gestanden und haben Wein und Bier getrunken. Und wenn du rausgeguckt hast, haben sich da so diese typischen Dreier-, Vierer-, Fünfer-Grüppchen gebildet, so wie man das von Republika oder Personalkongress oder so kennt. So, und diese Gruppenbildung in Online ist viel schwieriger. Ne? Also da hat man dann, wenn man in Slack geguckt hat, waren da auch so Dreier-Gruppen, die da gesprochen haben. Dann habe ich mich da eingeklingt, habe gefragt, so, ah ja, wie ist denn so? Und dann haben die gesagt, ja, wir können uns überhaupt nicht mit den Leuten vor Ort austauschen. Weil natürlich, wenn ich draußen stehe und zusammen Rotwein an der Burgmauer trinke, will ich nicht parallel noch einen Knopf im Ohr haben und mit anderen Leuten online sprechen. Na, und da haben wir jetzt für nächstes Jahr gesagt, wollen wir im Programm einbinden, dass es einen expliziten Programmpunkt gibt, wo wir auch die Onliner in so Grüppchen bringen, dass die sich einen Chatort anlegen. Ob dann immer die Gruppe von 4, 5 Leuten zusammen da drin ist. Ne? Vielleicht passen mir da die Nasen nicht, dann wechsle ich die Gruppe. Aber dass ich so eine Standardanlaufstelle habe. So ähnlich, wie man das von Barcamps und so kennt. In der Pause treffe ich mich rechts vom Kaffeeautomat mit den Leuten, die ich kenne oder mit denen ich sprechen möchte. Und das muss man im Virtuellen mehr fördern, dass das passiert. Ja, und auch mehr kommunizieren an die Offline-Teilnehmer, also die vor Ort sind, dass sie zum Beispiel zusätzlich zu ihrem Smartphone, was alle dabei haben, einfach noch so einen Knopf im Ohr mitbringen, dass ich total unkompliziert von unterwegs irgendwo mich auch in den Audio-Chat einklinken kann. Also wir sind abends in die Stadt gelaufen, in die Bar, da war ich dann auch, hatte ich den Knopf im Ohr und war 20 Minuten unterwegs und habe dann mit Leuten gesprochen, die halt parallel dazu in so einem Slack-Huddle drinnen waren. Und man hat so gesprochen, wie wenn man nebeneinander herlaufen würde. Ja, also das werden wir nächstes Jahr, voraussichtlich wird es wieder Slack werden, weil die meisten anderen Tools diesen Audio-Chat noch nicht gut genug unterstützen von der Usability. Aber wir haben uns vorgenommen, das besser zu kommunizieren und einzuüben und auch in der Vorab-Web-Konferenz auch mal zu machen hinterher, ne, dass man vielleicht schon so diesen Ort, wo man sich trifft, hat. Da vielleicht noch als Tipp, Slack, das ist eigentlich eine Pro-Funktion, also eine kostenpflichtige Funktion. Muss man dann überlegen, ob man quasi Slack Pro nimmt, also wir haben das jetzt bezahlt.
Man kann bei jedem Slack-Netzwerk einen Monat die Pro-Funktion testen. Gibt es ein Formular dafür, weil wenn ich die Pro-Funktion nicht habe, geht das Huddle immer nur in Zweiergruppen. Also da kann ich nur zu zweit chatten, was natürlich dafür nicht so gut ist. Wenn ich die Pro-Funktion habe, können im Audio-Chat 50 Personen sein, was in der Regel mehr als genug ist. So viele Leute will man da eh nicht haben in so einem kleinen Gruppengespräch. Mal kurz einen Schluck Wasser nehmen. Genau, was das Bühnenprogramm angeht, also wir hatten, das hat man im Programm gesehen, Moment, ich springe nochmal drauf, ob ich den Link, mal da die anderen zu. Na, wir hatten ja hier den am Tag 1, ne, ging los mit einer Eröffnung, dann 4 Impulsvorträge hintereinander, dann gab es eine Pause von einer Stunde und dann hat man eine Vorstellungsrunde gemacht, eine Stunde, hatte ich gerade schon gesagt, und dann hat man hier so ein Strang von sogenannten Lightning Talks. Das sieht viel und lang aus, aber die dauern alle nur 5 Minuten. Und dieser ganze erste Teil, den haben wir live gestreamt. Also da gab es einen Livestream nach YouTube Live und nach LinkedIn Live. Mit so einem relativ kleinen Setup. Also wir haben in dem Raum selber, in dem Bühnenraum, 3 Kameras gehabt. Davon waren 2 statisch und eine beweglich. Also das heißt, die eine hat... Das war eine GoPro, sehr weitwinklig, die hat von hinten in den Raum geguckt, dass man sozusagen den ganzen Raum sieht. Dann hat man eine, die hat als Totale die Bühne gehabt. Ne, wenn ihr euch die Videos anschaut, dann werdet ihr das sehen, den Wechsel zwischen den Kameras. Und wir hatten eine gehabt, die wir tatsächlich auch mit einem Kameramann belegt haben. Also wo dann, wenn Vorstellungsrunde war, wo man einfach die Leute, die sich gerade vorgestellt haben, mit der Kamera groß rausholen konnten. Ne, viel, viel kleiner von der Dimensionierung als alles, was ihr so von Fachkonferenzen und so kennt. Ne? Also wo man irgendwie so 7er, 8er Teams hat für einen Raum, für eine Bühne. Ne? Und auch alles nicht mit, fand ich gut, dass das geklappt hat, nicht mit Profis bestückt. Also es waren nicht Leute, die das den ganzen Tag machen, sondern alles Leute aus der Community. Ne? Also der Kurt, der die Kamera gemacht hat zum Beispiel, mit dem haben wir vorher am Tag, einen Tag vorher haben wir das eine Stunde besprochen, also es war alles sozusagen sehr, sehr hands-on gemacht. Der Magnus lacht. Magnus hat die Videoregie gemacht und wir haben, das steht jetzt hier nicht drin, als Tool für den Videostream haben wir StreamYard genommen. Das zeige ich mal gerade noch, ich fülle das hinterher noch den Link ein. StreamYard ist quasi so ein, wie so ein Videostudio in der Cloud, also da kann ich hier ich gehe mal hier rein, da ist jetzt gerade eins angelegt. Da kann ich sozusagen Leute einladen und die klicken dann einfach auf den Link im Browser. Mal schauen, ob das geht. Genau, ich habe eine ganz kleine Möglichkeit, Bildregie zu machen, ne? Also so Vollbild von Personen, Personen nebeneinander, Personen und Content nebeneinander. No, und wenn jetzt Leute in dieses Studio kommen, landen die hier unten in so einem Green Room. Ich klicke da einmal drauf, dann landen die auf der Bühne. Und ich habe halt hier rechts so einen ganz schlanken Weg, um hier, Moment, mal gerade gucken, zum Beispiel Logos einzublenden oder Intros abzuspielen. Ne? Also spielen dann Videos ab. Alles sehr, sehr klein. Wer jetzt so schon mal Veranstaltungen gemacht hat mit OBS oder so, da stellt man fest, dass das bei Weitem nicht so mächtig ist wie OBS. Aber für so eine Veranstaltung, wo man jetzt kein großes Brimborium hat oder Zuspieler von externen oder irgendwie Kameras, die noch mobil unterwegs sind in der Veranstaltung, ist das völlig ausreichend. Und das ist so preislich, weiß jetzt gar nicht, der Account, den wir da haben, kostet, glaube ich, irgendwie so $20 im Monat oder so. Ne? Das heißt, wenn man jetzt sagt, man testet nochmal einen Monat vorher, hat man da 40 Euro Kosten dafür. Die Dörte sehe ich, hat die Hand oben. Ja, hi, danke. Ich habe eine kurze Frage. Wenn du sagst cloudbasiert, wie habt ihr das gemacht mit, ich habe ein böses Wort, Datenschutz? Naja, es war eine. Wie seid ihr damit umgegangen? Eine öffentliche Veranstaltung, ja. Wir haben alle, die auf der Bühne waren, es mussten ja nur die Leute, ne, wenn ich aufs Programm jetzt gucke, nur die Leute, die im Bühnenprogramm waren. Also Julia kam remote, die hier waren vor Ort und die Birte kam remote. Mit den zwei mussten wir das besprechen, das war von vornherein klar und die haben gesagt, für sie ist das okay und damit hast du da kein Problem. Du erfasst da auch keine Daten,
theoretisch können die in das Studio kommen und können Mickey Mouse als Name eingeben, weil wir sozusagen die Namen überblendet haben. Die müssen auch kein Login dort haben oder so. Also das ist so, wie man jetzt anonym an einer Videokonferenz teilnimmt. Na, du brauchst keine Logins in StreamYard. Das ist ganz praktisch. Danke. Bitte. Genau, und vor Ort, die Kette, die sah auch recht einfach aus. Da kann ich auch hier noch ein Bild einfügen dann hinterher. Also wir hatten halt hinten einen Tisch. Da saß der Magnus dran und der Benedikt. Magnus hat Videoregie gemacht, also hat quasi zwischen den drei Kameras hin und her geschaltet mit so einem kleinen Videoswitcher. Die bewegliche Kamera, die GoPro-Kamera und die statische Kamera. Das ging mit einem USB-Kabel zu dem Streaming-Rechner. Da war der Benedikt dran und der hat quasi den Stream überwacht und geguckt, dass der halt nach außen geht. Also so kann man mit drei Personen sehr, sehr schlank so einen Stream machen. Theoretisch, wenn das jetzt jemand von euch intern machen will, das ist der gleiche Prozess, wie man das für Microsoft Teams oder Teams Events auch machen würde. Also mit dem StreamYard haben wir zum Beispiel auch schon auf Teams Events gestreamt. Das geht ganz genauso. Ton ist ein bisschen kniffliger. Man hat ja in so einer Veranstaltung immer schon sozusagen Equipment, was da ist, was wir auch nutzen wollten, weil wir nicht so viel mitbringen wollten. Das heißt, es gab eine Lautsprecheranlage, eine PA. Da hatten wir einen Übergabepunkt, ne? Da geht man über, die hatten so ein Mischpult vor Ort stehen, über Klinkenkabel rein. Wir haben selber Mikrofone mitgebracht, auch das haben wir schlank gehalten. Wir hatten, Magnus, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, glaube ich, drei Funkmikrofone. Ne? Wir hatten ein paar noch im Backup. Wir hatten drei Funkhandmikrofone und ein Nackenbügelmikrofon. Du warst entstummt, als du nicht gesprochen hast. Also genutzt haben wir tatsächlich nur zwei von den Funkmikrofonen. Also mit den zweien sind wir durchgekommen. Mehr braucht man nicht umschalten. Ja, genau. Stimmt, praktisch genau. Wir hatten sogar in der Vorstellungsrunde ist eins von den zweien durchgelaufen. Richtig. Richtig. Das waren so, also ich habe es euch hier verlinkt, wer da mal im Detail reinschauen will. Wir haben bei uns im Wiki so eine, da gibt es quasi die ganze Doku LernOS Convention, ne? Das ist der Link. Und da gibt es hier so ein Making of Tools und Co. Und hier unten bei Hardware ist quasi auch genau gelistet, was wir an Hardware im Einsatz hatten. Ne? Und das war jetzt hier ein bisschen größer werde. Waren das hier die Sennheiser XSW Dual? Das sagt natürlich wahrscheinlich jedem alles. Mach das mal gerade auf. Na, dann sieht man das. Das heißt, das ist so ein einigermaßen günstig, ne? 500 Euro kostet da zwei Funkstrecken. Na, das heißt, da hat man eine Empfängereinheit und dann zwei Handmikrofone. Hinten kommt ein Klinkenkabel raus und das steckt man halt in der Regel in den Mischpult oder wir hatten es in dem Audio-Interface dann stecken und darüber ist es in den Rechner gegangen und da wähle ich es dann in Teams oder StreamYard oder was auch immer ich verwende aus, wie ihr auch euer Headset als Mikrofon auswählt. Ja, also es ist alles Consumer-Hardware, wenn man so will. Was wichtig ist, man muss sich so ein bisschen mit sogenannter N-1-Schalte oder Mix-Minus beschäftigen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wenn wir Leute remote haben, also eine Rednerin ist remote, dann kommt ja deren Ton zum Beispiel in StreamYard an oder in Teams und ich schicke das auf die PA, also auf die Lautsprecher vor Ort, damit es alle hören können. Da ist wichtig, dass der Lautsprecher und die Mikrofone nicht zu nah zusammen sind, weil sonst kriegt man diese Rückkopplungseffekte. Das hat er bestimmt auch schon mal, dass es in irgendeiner Veranstaltung mal laut gepfiffen hat. Ne? Das ist die Rückkopplung. Das heißt, da muss man gucken, dass die Mikros, das müssen die Moderatoren und die Leute vor Ort wissen, dass man da idealerweise außerhalb des Strahlrichtung des Lautsprechers ist. Und wenn man die Möglichkeit hat, dort irgendwo an einem Equalizer zu drehen, die Bässe runterdreht, weil typischerweise die tiefen Töne anfälliger sind für Rückkopplung als die hohen. Da ist ganz wichtig, dass man einen Testtermin vorher macht, dass man genau weiß, wo darf ich als Moderator mit dem Mikrofon nicht stehen, wenn der Remote-Vortrag kommt. Das muss man einfach ausprobieren. So, und dieser Mix-Minus bedeutet jetzt, wenn ich den Ton von den Leuten remote bekomme, dann muss meine Audiovertratung so aussehen, dass ich den Leuten nicht nochmal ihren eigenen Ton zurückschicke. Also sonst ist es so, dass ihr nämlich euch selber nochmal hört mit so, ja, je nachdem, wie die Verbindung ist, 20, 30, 40 Millisekunden Latenz. Ich sehe den Rico, ne? Die Podcaster kennen das, wenn man sich selber hört, das ist immer scheiße. Und da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen, wie man das macht, ne? Indem man entweder halt so ein kleines Mischpult verwendet, was so eine Mix-Minus-Schaltung schon drin hat.
Also wenn ihr so aus dem Podcasting-Bereich kommt, dann gibt es da sowas wie die Rode Procaster. Heißen die Procaster? Rode Podcaster Pro heißt der, glaube ich. Ja, also das sind so kleine Podcast-Mischpulte, die genau diese Mix-Minus-Schaltungen schon drin haben. Wir hatten ein bisschen größeres Mischpult im Einsatz, weil wir auch Zuspieler hatten. Wir hatten diesen Zoom L12. Da muss man halt quasi diese Mix-Minus-Schaltung mit der Hand machen. Also da würde ich jetzt sagen, im Sinne von Making-of, wer sowas noch nie gemacht hat, das ist so, es ist kompliziert, nicht komplex, aber es ist durchaus auch nichts, was man so in 5 Minuten drin hat. Ne? Man sollte nicht früh um 8 anfangen, das einzurichten, wenn um 10 die Veranstaltung losgeht. Und vielleicht auch jemand dabei haben, ne? Wenn man jemand dabei hat, der podcastet, der kennt das, der kennt die Problematik. Genau, ich habe dahinter in dem Satz einfach nochmal beschrieben, ein bisschen, worum es da geht. Ist auch, wenn ihr nach Mix-Minus, nennt man es öfter im englischen Sprachraum, N-1 schalte, heißt so bei uns in den Funkhäusern. Also wenn ihr nach den zwei Begriffen googelt, dann findet ihr da auch was dazu. Jetzt kommen wir zu dem fünften Punkt, diese Hybrid-Meeting-Kits. Das war sozusagen für die Breakout-Räume. Also das, was ich euch oben erzählt habe, war die Bühne. No, wir hatten 6 Breakout-Räume parallel. 6 oder 5? Ne, 4 Breakout. 4? 4, zeigte Hans. 4 Breakout-Räume parallel. Und der Ansatz war quasi, dass die Leute, die in die Breakout-Räume kommen, ihre eigenen Rechner mitbringen. Also wir haben auch diskutiert am Anfang, ne, ob wir da Rechner schon reinstellen. Wir haben aber gesagt, was weiß ich, jemand will ein eigenes Tool zeigen oder will irgendwie, braucht eine Software, die auf dem eigenen Rechner drauf ist. Ne, dann sollen die Leute ihren eigenen Rechner nutzen. Also wir haben gesagt, in dem Raum ist die Schnittstelle HDMI-Kabel und USB-A. Über das HDMI-Kabel kamen die Beamer oder die Displays, über USB-A kam die Webcam und 2 Varianten von Mikrofonen. Auf der einen Seite sowas ganz Einfaches, so Freisprecheinrichtungen. Wenn ich eine kleine Session habe oder sowas Fishbowl-artiges habe. Ne, und das Zweite, und das war so ein bisschen das, woran wir viel gefeilt haben, waren Funkmikrofone, die in so Schaumstoffwürfel verpackt waren. Also ich habe euch hier, das hier ist ein Link, der geht auch ins Wiki, da sind diese Hybrid-Meeting-Kits beschrieben. Da müssen wir mal noch ein gutes Foto davon machen. Es hat leider noch kein Bild. Aber ich zeige euch mal, was da drinnen steckt. Also wir hatten diese kleinen Rode-Mikrofone. Die müsst ihr euch wirklich vorstellen wie so eine Streichholzschachtel. Die sind ganz klein. Das, was man hier in der Mitte sieht, ist ein Empfänger. Und das hier sind 2 Mikrofone. Das ist also so ein bisschen der Knackpunkt. Ich kann an den Rechner einen Empfänger anschließen und da sind 2 Mikrofone dran. Und was wir zusätzlich noch gemacht haben, da muss ich jetzt gerade mal gucken, das ist ja, glaube ich, auch noch gar nicht verlinkt. Aber das machen wir gleich mal so. Schaumstoffwürfel Kita. Ich weiß nicht, vielleicht kennt von euch jemand, die Catchbox? Das haben wir mal gehört? Catchbox Mikro. Die gibt es schon ziemlich lange. Das ist so ein Ding hier. Also das ist so ein Schaumstoffwürfel, der ist ein bisschen größer. Und da kann ich diese Sennheiser Funkstrecken reinpacken. Das Blöde ist, dass der Schaumstoffwürfel, der kostet 500 Schweizer Franken, 550 Euro oder so kostet der bei uns. Und das fand ich irgendwie immer zu teuer für einen so einen Schaumstoffwürfel. Und was wir gemacht haben, ist einfach diese Würfel hier aus dem Kindertagesstättenzubehör zu kaufen. Die kosten 7,50 Euro. Und wir haben in die 6 einen Schnitt reingemacht und haben dann quasi diese Wireless-Go-Mikrofone in den Würfel gesteckt. Und jeder Raum hatte 2 solche Schaumstoffwürfel. Das heißt, ich konnte jetzt verschiedene Modi fahren in den Sessions. Ne? Ich konnte sagen, wenn ich so eine Session habe, wo einer am Anfang erstmal einen Impuls gibt, was erzählt und danach werden Fragen gestellt, dann haben wir das eine Mikrofon der Person oben irgendwo an den Kragen geklipst, wie so ein Lavalier-Mikrofon. Haben das zweite Mikrofon in den Würfel gesteckt und der Würfel konnte im Raum rumgeworfen werden, sodass ich nahe, dass das Mikrofon immer nahe an der Person war, die gerade gesprochen hat. Und der Schaumstoff dämmt auch so gut ab, dass selbst wenn beim Werfen das Mikro mal runterfällt, man, wenn man remote zuhört, da kein großes Klackgeräusch hat.
wenn man so eine Session hat, wo ganz viel durcheinander gesprochen wird, weil viel diskutiert wird, steckt man einfach beide Mikrofone in einen Schaumstoffwürfel, dann kann der eine sprechen und der Würfel kann schon mal den Weg zur nächsten Person finden, die spricht. Das bremst dann nicht so den Redefluss, wie wenn das Mikro erst weitergegeben werden muss. Und gleichzeitig diszipliniert es aber den Gesprächsablauf. Weil das, was oft in dem Barcamp passiert, dass alle durcheinander sprechen, ist für die Leute, die remote sind, der Tod. Weil ich da remote nichts mehr höre. Die Videokonferenz gibt mir keine Chance, mich da auf einen zu fokussieren oder so. Ich höre dann nur noch Sprachgewirr. Das war eigentlich was sich, finde ich, ganz gut bewährt hat. Wir haben, das habe ich hier reingeschrieben, am Abend von Tag 1 so eine Intro-Session für alle Session-Owner gemacht, wo wir das vorgestellt haben. Und die Erfahrung war, dass das nicht reicht. Also dass man sozusagen da noch mehr vorher, jetzt für nächstes Jahr werden wir so kleine Videos machen, wo wir das erklären und werden auch nochmal eine eigene Vorbereitungssession wahrscheinlich machen für die Session-Owner, wo wir das erklären und am ersten Tag Räume bereitstellen, wo man das auch wirklich austesten kann. Weil da passieren so Kleinigkeiten, von denen man vorher nicht weiß. Zum Beispiel das Mikrofon stellt sich um, dann ist auf einmal blöderweise in der Konferenz doch das Mikrofon des Notebooks angeschaltet. Das kriegen die Session-Owner aber nicht mit. Dann rühren sich die Leute remote erstmal nicht und sagen, irgendwann kommt dann im Chat, der Ton ist scheiße, wir hören euch nicht. Und dann stellt man fest, dass seit 10 Minuten eigentlich das falsche Mikrofon aktiv ist. Also das heißt, luxuriöse Situationen, da werden wir gucken, dass wir das vielleicht nächstes Jahr hinbekommen, wäre, dass einer im Raum ist, so ein Remote-Buddy, der sich in die Konferenz einwählt und die ganze Zeit monitort, so wie beim Livestream, taugt der Ton und sofort die Hand hebt, wenn der Ton schlecht wird. Das hat man aber nicht bei jeder Veranstaltung. Ja, das heißt, da kann man dann nur an dem Eck arbeiten, die Leute quasi aufzuschlauen und dafür zu sensibilisieren, dass sie auf jeden Fall am Anfang und vielleicht auch mal zwischenrein die Remote-Leute fragen, hören wir uns gut an oder hört sich der Raum hallig an? Weil gerade bei diesen Würfelmikrofonen, sobald ich Hall höre, ist klar, das ist nicht mehr das Mikrofon, was ich vor mir habe. Wenn ich 20, 30 Zentimeter vom Mikrofon weg bin, kann ich keinen Hall mehr hören. Also das wäre, würde ich sagen, hat sich an sich bewährt, muss man aber noch ein bisschen vertiefen vom Know-how und vom Prozess. Idealerweise hat man so Studenten oder jemand, der vor Ort damit helfen kann. Bei der Kamera, das habe ich hier, genau. Kamera, wir hatten diese, weiß nicht, ob ihr die kennt, diese OBSpot Tiny 4K. Das ist so vom Preis-Leistungs-Verhältnis die beste Pan-Tilt-Zoom-Kamera. Also PTZ steht für Pan-Tilt-Zoom. Das heißt, die kann sich so drehen, 270 Grad, kann sich in der Höhe verstellen und die kann zoomen. Und ist mit 230 Euro, liegt so ungefähr in der Preisklasse von der Logitech Prio. Also ist relativ günstig. Die hat einen Follow-Mode, also der kann ich über Gesten, wenn ich die Hand hebe, dann lockt die ein auf mich, dann folgt sie mir. Da kann ich auch relativ schnell mich bewegen, die kommt mir trotzdem hinterher. Wenn ich der so ein L zeige, mach's mal hier, sieht man es besser, so ein L zeigt, dann zoomt sie auf mich rein. Wenn ich hier wieder ein L zeige, zoomt sie raus. Wenn ich hier wieder die Hand zeige, folgt sie mir nicht mehr. Hauptanwendungsfeld sind so Schulen und Unis und Hörsäle und so weiter, wo ich so einen Referent habe, der mit der Kamera erstmal viel trainiert hat und dann seine Vorlesungen damit macht. Und für den ist das so ein ganz normaler Prozess. Wenn ich jetzt alle Studenten auf dem Bild haben will, dann laufe ich irgendwo in einen Raum, wo ich weiß, die Kamera macht ihren Zoom groß, um mich zu haben, dann zeige ich ihr die Hand, dann bleibt der Raum drinnen und ich laufe irgendwo anders hin und man sieht trotzdem noch die Studenten, die da stehen. Und da haben wir jetzt gesehen, hat auch die Zeit nicht gereicht, dass die Referenten A, das ganz verstanden haben, was die Kamera kann und B, das auch schon eingeübt genug ist, dass sie die über Gesten steuern können. Ja, das heißt, da hätte man auch wieder jemanden gebraucht, der im Raum entweder so eine Art Kameraregie macht, also guckt, wo ist die Kamera gerade und soll sie da sein oder soll sie irgendwo anders sein. Ne? Man kann sie dann auch mit so einer Fernbedienung auch umstellen und kann auch den Follow-Mode ausstellen. Oder die Referenten müssen halt vorher das einmal üben. Also das mal wieder so bei diesem praktischen Teil. Ich muss es vorher mal am Rechner gehabt haben und mal sozusagen lernen, wie das geht, wie ich die Kamera mit Gesten steuere und mich dann auch entscheiden, will ich, dass die Kamera mir folgt überhaupt oder lasse ich die einfach in einem weiten Winkel in den Raum. Ja, also für die Zeit, die wir investiert haben, um den Leuten diese Kamera beizubringen, wäre es wahrscheinlich sogar von der Qualität besser gewesen. Man hätte einfach eine weitwinklige
Webcam genommen, wie so eine Logitech C39 oder sowas, und hätte die mit einer fixen Position in den Raum gucken lassen und hätte dem Speaker dann gesagt, wenn du groß sichtbar sein willst, nimm die Kamera von deinem Notebook und schalte die an, so als Close-Up-Kamera. Also das war so der Schritt zu komplex, würde ich sagen. Ja, wir hatten dann im Feedback so Sachen wie, man ist an der einen oder anderen Stelle seekrank geworden, weil die Kamera irgendwie auf was fokussiert hat, wo dann gerade gar keiner geredet hat. Ja, also wo man so gemerkt hat, die Bildführung hat nicht zu dem gepasst, was man eigentlich gerade sehen will. Genau. Schauen wir mal, was wir noch haben. Genau, da hatte ich schon ein bisschen drüber gesprochen. Abendveranstaltung war 19 bis 22 Uhr. Wir hatten zwei Sachen geplant. Wir hatten so ein Konzert mit Musik und so ein Star Wars Fanfilm, den wir gemeinsam, das übrigens kann man auch mal in der Familie oder so verwenden, über SyncTube geschaut haben. SyncTube ist eine Plattform, da kann ich quasi gemeinsam synchron YouTube-Videos anschauen und kann dazu parallel chatten. Ich habe jetzt hier geschrieben, die ist so ein bisschen hinten runtergefallen, weil bei dem schönen Wetter, das den Leuten eigentlich lieber war, mit einem Kaltgetränk oder einem Wein oben an der Burgmauer zu stehen, waren auch die ganzen Selfies, die waren alle von draußen. Ja, und da haben sich eben die Gesprächsgrüppchen gebildet, was wir vorher so nicht, also wahrscheinlich hätten wir es auch antizipieren können, haben wir aber nicht in der Planung. Ja, und so gesehen ist da dieser Abendveranstaltungsteil innen ein bisschen runtergefallen und es gab rund um diese SyncTube-Videos gab es wenig Chat. Ja, und da hätte es dann theoretisch mehr solche Slack-Huddles auch geben können. Aber da hatte ich ja schon oben gesagt, die müssen wir auch fürs nächste Jahr quasi ein bisschen mehr noch einführen und erklären, wie das funktioniert, damit die besser funktionieren. Und ich denke einfach im Sommer, also das werden wir jetzt beim nächsten Orga-Team besprechen, wird man wahrscheinlich das nächste Mal so planen, dass die Party für abends direkt draußen ist und man so, wenn man jetzt im Sommer ist und nicht im Winter, gar nicht innen nochmal was mit Bühne macht, weil man wahnsinnig schwer sich tut, die Leute überhaupt nochmal reinzubringen, ne, wenn es irgendwie draußen 27 Grad hat. Auch wenn keine Pandemie war und man sich nicht lang nicht gesehen hat. Ne. Genau, Nachbereitung, da gibt es nicht so viele Besonderheiten. Ne. Ich habe es jetzt nur mal reingenommen, dass ihr seht, wir haben jedem Teilnehmer ein Badge verschickt über Badger, also so Open Badges sind das, so ein digitaler Teilnehmernachweis. Wir haben geschaut, dass wir die Doku vollständig im Wiki haben. Das finde ich eigentlich das Schöne am Hybriden, ne, weil die Aufzeichnung eigentlich naheliegend ist. Also das heißt, wer die ganze Veranstaltung mit dem ganzen Programm nacherleben will, hat quasi von Vorstellungsrunde alle Impulsvorträge, die Sketchnotes, die entstanden sind zur Veranstaltung, die Lightning Talks, ne, das ist ein Video, aber da gibt es quasi hier die Einsprungspunkte, wo man sich die einzelnen Talks picken kann. Und dann eben unten auch die ganzen Sessions aus allen Sessionrunden, kann man quasi alle nachvollziehen, ne, wenn die Frage in Richtung Recording kommt. Wir hatten das über Pre-Talks so gemacht, dass wir gesagt haben, wir machen Recording by Default. Also das heißt, sobald man das irgendwie online macht, kann man aufzeichnen. Alle Session-Owner, Session-Ownerinnen konnten aber sagen, ich möchte nicht, dass meine Session aufgezeichnet wird. Dann konnte man quasi so ein Opt-out machen. Das hat aber jetzt bei der Veranstaltung niemand gemacht. Also das heißt, wir haben alle aufgezeichnet. Wir haben den Evaluationsbericht. Da werden wir dann, wenn der fertig ist, was spätestens im Monat der Fall ist, hier noch den Link einfügen. Und wir haben, das ist auch so Philosophie-Sache, aber das Slack-Netzwerk, was die Veranstaltung begleitet hat, haben wir auch gelöscht. Also ich bin nicht so Fan davon, dass so im Lauf der Zeit man dann immer mehr so Netzwerken ist, wo dann immer mal noch jemand einen Link postet. Ne? Wir haben ganz bewusst gesagt, die Veranstaltung ist zu Ende und dann bleibt das Netzwerk noch 3 Wochen, weil dann noch mal immer dieses, du hast das erzählt, hast du nicht hier noch den Link? Gab auch noch so ein paar Follow-up-Aktivitäten, aber da haben wir von Anfang an angekündigt, dass wir das dann löschen werden und das hat sich, glaube ich, auch ganz gut bewährt, das so zu machen. Puh, Punktlandung, 14:45. Alles, was ich erzählen wollte, habe ich euch erzählen können. Jetzt wäre die Frage, ich habe also jetzt keinen harten Anschlag. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, können wir die gerne noch bearbeiten, beantworten, soweit ich das kann. Also wer mag, gerne einfach fragen oder Hand hochheben, wenn es mehrere sind. Machen wir ein kleines Speaker-Queue. Ich hätte tatsächlich noch eine kurze Frage.
Wir haben jetzt gesehen, wie ausgefuchst ihr mit der Technik gearbeitet habt. Und also es ist natürlich trotzdem nicht wenig komplex, aber cool, dass man so das Gefühl hat, also das ist irgendwie machbar. Was mich noch interessieren würde, habt ihr auch die Sessiongeberinnen oder die ModeratorInnen oder sowas geschult, jetzt nicht technisch, sondern die remote oder virtuell Zugeschalteten auch noch mit einzubeziehen über, keine Ahnung, direkte Ansprache oder so, weil das kommt ja dann zusätzlich noch an Komplexität jenseits der Technik dazu. Ja. Also ich würde sagen, wir haben gelernt, dass wir das noch mehr machen müssen. Wir haben zu den, Moment, ich schau mal gerade, wir haben, als es mit den ersten virtuellen Barcamps losging, hier haben wir so eine Seite gemacht, ne, wo wir gesagt haben, weil viele, die so eher Vortragsformate gewöhnt sind, erstmal sich gar nicht vorstellen können, was passiert eigentlich in so einer Session. Ja, und da haben wir so eine Übersicht gemacht, haben also alte Sessionpläne ausgewertet, ne, und haben gesagt, was kommen da eigentlich für Typen von Sessions vor? Ne, so. Ich stelle gar nichts vor, ask me anything, ich mache eine Diskussionsrunde, ich mache eine Feedback-Session zu irgendwas, Fishbowl, ne, und so weiter und so weiter. Und das haben wir jetzt über die Pandemie dann auch nochmal sozusagen hier hinten klassifiziert, im Sinne von, ist das eher für reine Präsenz geeignet oder für virtuell? Oder wir haben auch so Audio-Only-Barcamp gemacht, ist es dafür geeignet? Ne, und nächstes Jahr, jetzt gerade mit dem Hybriden, ist die Idee, dass wir mit den Session-Ownern nochmal eine Session machen, wo man speziell darüber spricht, was ist zu beachten bei Online-Hybriden Sessions. Ne, dass man es nicht nur in, wir haben es in den Info-E-Mails geschickt, ne, und wie das so ist, der eine liest, der andere nicht, hat man gemerkt, dass die Sessions halt qualitativ sehr unterschiedlich waren, was die Hybrid-Erfahrung anging. Ne, das wird man dann auch im hier hinten sehen. Ne, der Hans hat quasi die Aufgabe übernommen, die jede einzelne Hybrid-Session, also zu jeder Session gab es einen eigenen Auswertebogen, was wir hinterher den Leuten über den Chat gegeben haben. Ja, und da sieht man dann eben zu den Sessions, wie unterschiedlich das war, wie unterschiedlich gut bewertet worden ist, wie der Session-Owner mit dieser Hybrid-Möglichkeit umgegangen ist. Ja, und das kann man, glaube ich, durch so eine kleine Schulungs- oder auch Bewusstseinsbildungsmaßnahme vorher noch deutlich verbessern. Mhm. Haben wir aber nicht gemacht dieses Jahr. Mhm. Aber ist wichtig, ja. Haben auch gelernt, online muss man ein bisschen länger warten, bis, falls jemand noch eine Frage hat. Aber wenn das nicht der Fall ist, würde ich die Aufzeichnung beenden und mich bei euch bedanken, dass ihr da wart, dass es euch interessiert hat und euch natürlich auch viel Glück wünschen. Ich weiß, der eine oder andere von euch ist auch bei der Planung von Veranstaltungen. Ich meine, jetzt im Winter wird sicher auch viel virtuell stattfinden, aber auch hybrid, und ich denke auch, das Hybride wird uns bleiben. Also ich finde es gut, wenn wir da voneinander gemeinsam möglichst gut lernen, wie das funktioniert, dass uns im neuen Normal eben viele Hybrid-Elemente bei den Veranstaltungen auch erhalten bleiben. Dann würde ich sagen, schönes Wochenende euch. Wenn noch Fragen sind, dann schreibt mich einfach direkt an auf Twitter. LinkedIn. Danke dir so sehr, weiter. Simon. Ciao. Gerne. Tschüss. Gerne. Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ciao, danke.